Hallo liebe Gravity Mountainbike Magazine User, heute stelle ich euch das neue Jersey von Oni vor, und zwar das Stormrider mit 3/4 Arm. Das hat einige praktische Funktionen, zu denen erzähle ich euch gleich mehr. Für einen besseren Sitz des Trikots wurde hier im Bereich der Arme nochmal so eine Art Untershirt verwendet, weil es sehr elastisch ist und dadurch euren Sitz deutlich verbessert. So rutscht das Trikot auch bei härteren Fahrten nicht nach oben oder nach unten. An sich verfügt das Jersey über einen eher lockeren Schnitt, so ist es euch freigestellt, ob ihr ohne oder mit Protektoren fahrt und ob ihr die Protektoren über oder unter dem Jersey tragt. Falls ihr euer Trikot eher in die Hose stopft, anstatt es außen zu lassen, hat sich Oni was überlegt, und zwar habt ihr am äußeren Rand so eine Art Gummi, was vor Verrutschen in der Hose schützt. Das Jersey ist allgemein aus einem eher etwas dünneren Material angefertigt, was für eine super Atmungsaktivität sorgt und den Schweiß schnell trocknen lässt. Auf der linken Seite des Jerseys hat Oni noch eine mit Reißverschluss verschließbare Tasche vorgesehen, in der ihr euren Schlüssel oder eure Liftkarte unterbringen könnt. Auf der rechten Seite hat Oni noch ein integriertes Brillenputztuch untergebracht, mit dem ihr eure Brille bei schlechtem Wetter oder bei Matsch nochmal auf dem Trail kurz sauber machen könnt. Uns hat das Jersey an sich sehr überzeugt, was uns allerdings ein bisschen gestört hat, weil der im Gegensatz zum Rest eher etwas weiter geschnittene Arme, so kann es euch passieren auf dem Trail, dass das Jersey ein bisschen runterrutscht, also wird hier eventuell doch eine Größe kleiner. Ihr könnt das Jersey im Handel für eine UVP von 60 Euro erhalten. Es ist verfügbar in den Größen S bis XXL, und mit diesem Jersey könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Wir hoffen, euch hat unser neues Testvideo zum Oni Stormrider Trikot wieder gefallen, und wir waren heute ganz spontan draußen, um unser Testreview aufzunehmen. Ich hoffe, ihr nutzt das super Wetter auch für einen guten Tag im Bikepark oder auf dem Trail aus. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Radfahren. Ciao.